So, da sind wir auch schon wieder dran. Einmal hier unten natürlich, wie immer. Zack, ich möchte eigentlich nur wieder aufs Land, aber ganz ehrlich, dann gehe ich vielleicht doch lieber erst nach da und probiere die Truppen da halt rüber zu ziehen. Aber hier kommt jetzt tatsächlich auch Arabien. Und natürlich hier mit Frankreich. Gut, Karthago baut aus. Wir haben größeres Wissen bezüglich des Baus von statischen Befestigungen erlangt. Der Bau von Stadtmauern um unsere Städte macht sie nicht nur stärker gegen fremde Eindringlinge, sondern ermöglicht es ihnen auch, Feinde in der Nähe zu bombardieren. Okay, das... Ja, gut, danke. Das ist jetzt natürlich... ich würde es hier sogar bevorzugen, im Gegensatz zu hier, weil hier werden wir so selten angegriffen. Wir werden eher auf dieser Insel... auf diesen Ort, also beziehungsweise bis wir hier sind, haben wir die da schon längst erledigt. Und hier werden wir halt auch relativ oft angegriffen. Erstmal eine neue Forschung wählen und da hätten wir zur Auswahl Maschinenbau würde ich jetzt zum Beispiel sehr interessant finden. Dauert 14 Runden, ist vielleicht erstmal eine relativ hohe Zahl, aber ich denke, das machen wir, das wird ja schon möglich sein. Dann würde ich halt wirklich sehr, sehr gerne einen neuen Bautrupp mal haben, Handwerker. Damit wir hier mal rundherum ein wenig ausbauen können. So. Gut. Zack. Und einmal auf die rauf. Also hier ist kritisch, da bauen die hier ein Lager. Karthago nährt sich auch immer mehr. Also mal gucken. Gut, dann haben wir jetzt noch eine Speereinheit. Das ist natürlich auch eine sehr gute Einheit. Und dann wollten wir... Gut, hier können wir jetzt eigentlich mal zurückbringen. Und dann können wir mit denen hier... Zack, die hier. Ach, jetzt werden die schon von den Engländern gemacht. Na gut, die werden uns schon nicht umbringen, wenn wir uns da ein bisschen einmischen. So eine Kleinigkeit, also. Das wird schon möglich sein. Und jetzt können wir hier aufs Land tatsächlich. Und hier dann hin. Sehr schön, dann ist das Lager nämlich wenigstens weg. Und dann... Mal gucken. Gut, jetzt die Araber, die gehen jetzt zu den Lager. Das finde ich natürlich sehr schön. Muss ich mich nicht drum kümmern. Okay, jetzt verteidigen das natürlich. Die haben ja eine sehr gute Position durch den Felsen und so. Man kommt halt überhaupt nicht ran. Also die haben so gut gewählt, die Position. Und jetzt brauchen wir hier mal eine neue. Und zwar könnten wir ja mal... Neue Siedler. Es wurde ja empfohlen, hier hinten, das wurde uns ja auch im Stream empfohlen, hier hinten, nochmal aufzuschlagen, aber dafür müssen wir hier hinten natürlich erstmal ein bisschen erkunden. Das ist natürlich logische Schlussfolgerung, das werden wir dann auf jeden Fall im nächsten Stream mal angehen. Einen Rambock wäre doch zum Beispiel mal eine ganz schöne Idee. Aber okay, der wird sich wahrscheinlich extrem langsam Fortbewegung 2, okay. Bis der dann mal hier ist, das dauert ja Jahre, das können wir nicht machen. Was mit einer hohen Fortbewegung da hinten, diese Position ist eigentlich sehr, sehr schlecht Wir machen das tatsächlich mal. Ist halt eine sehr, sehr schlechte Position eigentlich für militärische Einheiten, weil wir haben ja eigentlich mit England, hoffe ich, den Krieg verhindern zu können und dann haben wir halt hier hinten die ganze Zeit Krieg, was wodurch man natürlich das ganze Land durchqueren muss und naja. Können ja auch Karthago eigentlich mal ein bisschen Gesandten schicken. Und dann noch einen nach Hongkong. Mal gucken, ob vielleicht ein paar Freunde dazu gewinnen da drüben. Okay, denn hier vielleicht die, mit denen müssen wir dann mal. Die sind immer so unzufrieden. Unfreundlich.
Es tut uns leid, aber Freundschaft wollen sie natürlich nicht. Das war natürlich zu erwarten. Aber okay. Wir sind dran und zwar nehmen wir erstmal natürlich den Bogenschützen, wie immer. Bewegen wir uns mal ein bisschen in die Richtung, denn der Bautrupp, ach, der dauert noch ein bisschen, bis der fertig ist. Okay, müssen wir halt ein bisschen warten. Wird uns nicht umbringen. Gehen wir hier mit noch. Naja. Okay, haben wir die. Und die. Na, die können keinen militärischen Zug mehr machen. Schade. Aber, na, okay, da reicht es natürlich auch nicht. Das ist natürlich zu erwarten. Okay, dann die Elefanten könnten. Ich lasse die mal in die Richtung ziehen. Dann können die das da niedertrampeln. Das wäre vielleicht gar keine so schlechte Idee. Gut, den Speer, den hätte ich jetzt natürlich gerne da. Ach, ich. Ich probiere ihn jetzt hier mal langsam hier so durch diese Nische vielleicht ins Hinterland zu bekommen. Wenn es möglich ist, aber wir waren ja schon hier, ich glaube, hier kommen jetzt Berge. Aber gut, wird schon irgendwie irgendwas werden. Gut, welche Einheit noch? Ah, die Speer haben wir doch schon. Jetzt bekämpfen die sich, das ist ja auch nicht der Sinn der Sache. Was ist das hier? Straße plündern. Warum ist es nicht möglich? Verschanzen manchmal. Und dann gehen wir mit denen hier. Die bewegen sich ja schön schnell fort. Ach, die hier hinten haben wir noch. Ach. Die Engländer sind ja da schon längst, haben es ja schon längst eingenommen. Na gut, dann halt nicht. Ist ja auch nicht so schlimm. Aber fortfahren. So. Später haben wir es. Ja, alles noch drin. Perfekt, so. Die Handwerker sind gleich fertig. Denn hier hinten ist natürlich auch sehr futuristisch. Wie ist denn das mit Screenshots? Ist das in irgendeiner Hinsicht möglich? Tastenbelegung und Screenshots. Einmal durchgucken. Schnell. Also es kann sein natürlich, dass hier jetzt irgendwas steht. Ich sehe es nur tatsächlich gerade nicht. Vielleicht habe ich mich aber auch einfach verguckt. Aber ich glaube nicht. Na gut, denn ist ja nicht so schlimm. Hab ja genug andere Möglichkeiten. So. Haben wir hier die Bogenschützen fertig und damit können wir natürlich hier einmal rüber. Zack. Und. Ach, das war's schon mit dem Zug. Der ist beendet. Ich dachte, da kommt noch was, aber okay. Gut, bis die Elefanten da sind, das dauert dann mal wieder 3 Runden. Oder oh, das war klar, dass das, dass der Speer jetzt. Aber okay, der hat jetzt natürlich hier freien Durchmarsch. Auch, wenn er etwas lediert ist. Genau, ja gut, da wird es eh nicht bis hier überleben, aber. So. Welche Einheit noch? Die hier. Die kann doch mal dort angreifen, auf jeden Fall. Dann ist die weg. Barbarenlager hier unten, das, ist tatsächlich das, was mich derzeit am meisten stört, aber ja, rein theoretisch müssen wir da einmal einen Speer hinschicken oder was ähnliches und der macht das weg, aber die haben da halt auch eine super Position. Ja? Das ist eigentlich die perfekte Position hier zwischen den Bergen. Man kommt nur von dieser Richtung ran, weil hier noch Kairo ist. Das ist absolut intelligent platziert, also kann man einfach nichts gegen sagen. Aber wir werden jetzt uns langsam mal nach unten nähern. Wir haben tatsächlich derzeit, ich meine, zu viele militärische Truppen. Das ist einfach ein bisschen übertrieben, denke ich. Aber, na gut. Im Notfall werden wir dankbar sein dafür. Und dabei ja immer noch derzeit Krieg führen. Und Frieden schließen, glaube ich, mehr oder weniger.
Ich glaube, Frieden schließen ist mehr oder weniger unrealistisch. Aber wir können ja mal... Vorschlag. Auf Wiedersehen. Ah. Hat geklappt? Das gibt's doch nicht. Ich dachte gerade, hat nicht geklappt, aber... Okay, wir haben jetzt Minusgeld gemacht, aber wir haben dafür Frieden gemacht und wir... Ach, wir kriegen gerade auch pro Runde Ausgaben durch Einheiten. Okay, wir haben natürlich ultra viele Einheiten derzeit. Und... Da müssen wir auf jeden Fall was dran machen. Also wäre es jetzt auch nicht so schlimm, ein paar auszurotten. Weil das ist gerade finanziell einfach nicht drin. Jetzt pro Runde, okay, wir haben zwar 400 Gold jetzt gehabt, aber wenn wir pro Runde so viel Minus machen, dann dann müssen wir da irgendwie nächstes Mal was machen. Aber sag's mal so, also es ist ja jetzt noch nicht so kritisch, dass wir da echt Probleme bekommen. Also denke ich, ist das alles noch machbar. So. Gut, der Speer hier unten wird dann jetzt wohl erledigt, so wie ich das denke. Ach, okay. Die Truppen da unten hat es jetzt eh erledigt. Das ist natürlich ein Vorteil für mich und ich muss hier einmal was gucken. So. Und der Speer hier unten wird auch nicht angegriffen, das ist natürlich sehr schön. Alter, dieser Elefant, der ist einfach richtig gut. Wenn wir erstmal das hier machen. Ganz runter kriegen wir ihn wohl nicht. Nee. Ach man. Wenn wir aber... Warum kann ich ihn nicht angreifen? Was soll denn das? Sind doch Bogenschützen, aber was soll denn das? Genau. Das hier einmal niedertrampeln. Perfekt. Na gut, die eine oder andere Einheit wird uns jetzt dann flöten gehen. Aber okay, müssen wir mit leben. Zack. Und zack. Alles angenommen? Ja. Aber, bringt tut es nichts. Nee. Gehen wir einmal vorbei. Der Dschungel hier, wir müssen ihn unbedingt irgendwie mal nach und nach vielleicht ein wenig zurückschlagen. Mal nochmal Bogenschützen gemacht. Vielleicht ein paar viel, vor allen Dingen aus finanzieller Sicht. Möchte nur nochmal drauf hinweisen. Aber okay, das müssen wir gucken. Wird bestimmt so. Mehr Wohnraum benötigt, ja, das weiß ich. Und deswegen werden wir... jetzt auch mit dem Bautrupp langsam anfangen, Bauernhöfe zu bauen für mehr Nahrung, damit sich der Raum hier besser ausbreitet. Ist halt das Ziel. Wie es umgesetzt wird, das ist ja immer eine andere Sache. So. Das Einheit benötigt Befehle. Warum brauchen die jetzt noch Befehle? So. Ja, los, greifen wir wenigstens kurz an. Bei der Zug jetzt natürlich auch. Ja, okay, das war natürlich klar, dass das passiert. Ich wollte ihn jetzt auch nicht so sinnlos rumstehen lassen, dann hätte es irgendjemand anders gemacht, deswegen. Na gut. Die Schiffchen da unten. Das sind doch auch nur Speer, oder? Ah, nee, das ist eine Galeere. Ach, die können doch auch angreifen, oder? Gut, oder? Nein, so geht's nicht. Ich wähle einmal die und gut, zack. Gut, und das wird wohl nichts, dass wir den hier jetzt mit einem Zug erledigen. Aber wir können uns auf jeden Fall so positionieren, dass er in der nächsten Runde dran glauben muss. Also hoffe ich zumindest. So... Und natürlich finanziell immer noch nicht ganz auf dem grünen Zweig, aber ich hoffe mal, das wird noch.
Natürlich Ressource Stein, das ist natürlich auch nicht schlecht. Da war natürlich ein Bauernhof, der ist eingegangen. So. Und vom Rest soll er sich mal heilen. Zack. Und ihr könnt auch einmal runtermarschieren. Dann können wir immer Truppen gebrauchen. Ich hoffe mal, also wenn England jetzt angreift, dann sind wir praktisch am Arsch, weil wir sitzen ja praktisch ineinander. Das könnte kritisch werden. Auch wenn es geografisch jetzt natürlich, also hier Indien, da England, na gut. Ist aber halt Civilization und, na gut, eins halt der besten Spiele meiner Meinung nach. Aber okay, so können wir es auch angucken. Die Kämpfe, aber okay, es sieht jetzt natürlich nicht so spektakulär aus, wieso. So. Handwerker sind fertig, sehr schön. Dann können wir langsam mal anfangen, ein bisschen was zu bauen. Ich würde gern erst die Handwerker rausschicken. Hier war das Tee und Luxusgut. Steinressource. Ich hätte gern erstmal ein paar normale Bauernhöfe. Okay, der Zug ist für die jetzt beendet, oder? Ja. Wie wird es in der Runde nix? Und was machen wir noch? Ey, wir machen noch einen Handwerker. Und setzen den dann hier unten rein. Ist ja auch sehr schön. Dauert jetzt zwar ein bisschen, bis er da ist, aber okay. Speer, Bogenschütze. Militärische Einheiten wollten wir jetzt ja weglassen. Deswegen probiere ich es jetzt. Ich probiere es mal mit Händler. Händler haben wir gar nicht. Und damit können wir auf jeden Fall auch Einnahmen machen. Und dann haben wir den hier erstmal weg. Und ich weiß nicht, ist jetzt doch irgendwie blöd. Also okay, wir können jetzt natürlich nachher unten nach Kairo und können probieren, Kairo zu stürmen. Das wäre halt eine Möglichkeit. Würde ich sagen, die sind alle voll, ja. Dann macht der... Ah, der kann befördert werden. Dann sagen wir mal... ich denke, das wird für meinen Plan gar nicht so schlecht sein. Zack. Der Elefant, der kann sich ja auch mal langsam in die Richtung bewegen. Und dann können wir probieren... Indien, wobei Kairo ist natürlich auch in der, Kairo ist natürlich auch in der Hinsicht schwer. Wir müssen ja einmal alle durch die Nische, also nacheinander. Das könnte interessant werden, sagen wir es mal so, und na gut. Aber wird schon in irgendeiner Hinsicht. Mal gucken. So. Und dann machen wir gleich mal die nächste Runde. Ich hoffe mal darauf, dass wir jetzt einen Bauernhof oder ähnliches hinbauen, können. So. Aber na gut. Weil wenn wir hier dann mit Indien erstmal einen Krieg am Laufen haben, ist der natürlich auch nicht so cool, ja. So, ich mache erstmal zack. Aber wenn wir Kairo jetzt angreifen und dennoch Krieg mit denen führen, dann... Ich glaube, das wäre einfach allgemein nicht so die schlauste Entscheidung. Aber gut, wir müssen es ausprobieren. Vielleicht wird es ja was. So, dann würde ich gern eine heilige Stätte können wir ja mal bauen. Und zwar auf dem Feld, was vielleicht wirtschaftlich, nicht wirtschaftlich, sondern was vielleicht, doch wirtschaftlich genau, nicht so ideal ist. Und da sehen wir, das Feld hat zwei Rädchen. Das ist zwei Produktion, hat aber auch zwei Nahrung. So, los. Ja, wir nehmen das Geländefeld. Und gut. So, Einheit benötigt Befehle, und zwar die hier unten. Wir schicken sie mal in Richtung Nische. Zack. Schicken wir die immer nach dort. Die dürfen sie ein bisschen heilen. Gut, wo ist die Einheit hier? Erstmal Handwerker nehmen, genau. So, und dann ist das schon der Rand. Nee, siehst du, wir können nämlich noch einen Stufenbrunnen. Das gibt plus einen Wohnraum. Dann nehmen wir natürlich den Stufenbrunnen. Und bewegen wir uns hier mal noch weiter vor.
Na gut, das wird hier jetzt ein bisschen schwer. Also gegen Kairo niederzukriegen, wird so ziemlich das schwerste Vorhaben, aber. Na gut, okay, ich hätte nach hier unten gehen können, hätten wir uns den Wald sparen können. Aber okay, ich hoffe mal, dass Kairo das, den Braten nicht schnüffelt und uns da ohne Probleme durchlässt. Aber na gut. So. Ach, wir sind schon mal dran. Ich würde mal sagen, aber ob Kairo uns da durchlässt oder nicht und ob wir das alles hinbekommen, das erfahrt dann in der nächsten Folge. Und ich glaube, so wie der Schnitt ist, ist es diesmal wirklich die nächste Folge und nicht nur für mich die nächste Aufnahme. Also danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Civilization 6. Und dann werden wir sehen, ob Kairo niedergeschmettert wird. Also bis dann, haut rein. Tschüss. Ciao, 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 tschüss.